Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisen-Radar. Ich grüße euch ganz herzlich, hier wieder Chris Kimmerer und er. Und ja, heute Silber mit Ausbruch, jedoch ohne Schwung möglicherweise. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Hier wie immer auch der Risikohinweis, ganz klar, alles keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung. Ihr handelt auf eigene Verantwortung und mit wem ihr handelt, solltet ihr prüfen. Denn JFD Brokers, der Name ist Programm. Wir bieten Transparenz, Fairness und natürlich all das, was zu einer perfekten Ausführung gehört. Prüft uns, testet uns, schaut bei uns vorbei. Es wird auch dieses Jahr noch einiges mehr geben in Sachen interessanter Gimmicks, interessanter Projekte. Insofern bleibt informiert, kommt zu uns und schaut es auch immer mal wieder in die Webinare. Da gibt es heute Abend, hätte ich fast gesagt, nein, heute Nachmittag auch das JFD Devisenradar Webinar hier dann auf Godmode, / auch bei uns anmeldbar über die Seite der Webinare, 15 bis 16 Uhr, könnt ihr da reinschauen. Da schauen wir auch nochmal auf einige andere Währungspaare bzw. Konstellationen und jetzt starten wir direkt mal mit dem Silberpreis, den wir uns hier mal im Detail anschauen. Was ist hier los? Fangen wir mal mit der Bewertung des Tagescharts an. Da ist unlängst zur Mitte des Monats der Ausbruch geglückt. Wir sehen hier den Silberpreis in einer Abwärtsstruktur seit Sommer letzten Jahres. Auch hier sehr schön einfangbar durch diese Abwärtstrendlinie. Relativ klar, relativ unkompliziert anlegbar. Hier dann der erfolgte Ausbruch. Aber was fällt auf, wenn wir uns den Tagesschart anschauen? Das ist eine dürftige Entwicklung in Sachen Dynamik. Ja? Ich meine, es ging relativ rasant hoch. Dann hatten wir hier bei 17,15 $, 17,20 $ hier unser ein Widerstandsbereich. Sehr schön ableitbar. Ja, und hier hat sich der Silberpreis eben dann auch im Dezember schon in den Kopf gestoßen. Dann ging es hier in dieser Bear Flag schön nach unten, alles wunderbar. Und als es dann hier hochging zum Beginn des neuen Jahres, hier im Januar, dann ging es da eben so recht nicht weiter. Und dann aber hier mit Ablauf des Januars, wusch, hier am 31.01. schoss der Silberpreis nach oben. Und jetzt haben wir auch diese Abwärtstrendlinie gebrochen und haben im Prinzip natürlich auch neue Reaktionshoch, mehr Monatshochs gemacht. Und rein technisch wartet jetzt die Marke von 19 Dollar je Unze auf einem Touchdown. Der Witz ist nur, ihr seht es, die letzten Tage kommt so recht nicht Dynamik auf. Ja, das muss man natürlich auch ganz klar ins Kalkül ziehen. Hier fehlt irgendwo gerade der Drive. Grundsätzlich bleibt der Bias aber bullisch. Das wird auch unterstrichen, wenn wir die Saisonalität anschauen. Hier XAC USD, das ist der Interbanken oder die Interbankenbezeichnung, das Kürzel für den Silberpreis, der hier über den Interbankmarkt preislich auch bei uns geroutet wird, bei JFD Brokers. Das heißt, ihr habt hier kein Underlying oder ein Derivat sozusagen auf den Silberpreis, sondern den Spotpreis, den ihr hier real handeln könnt. Deswegen auch hier immer mal der Blick hinter die Kulissen durchaus zweckmäßig. Grundsätzlich aber Silber mit einem bullischen Bias jetzt bis in den März hinein. Wir gehen nochmal 20 Tage drauf, schauen uns mal an, was denn dann sozusagen der weitere Verlauf, wenn wir jetzt in die Kristallkugel des Aprils schauen, bringt. Und da haben wir generellen Rückenwind. Das sieht sehr, sehr gut aus. Insofern, der Ausbruch sollte sich bestätigen. Ab wann wird es jedoch gefährlich? Das würden wir jetzt mal ein bisschen eingrenzen. Silber also gerade mit einem neuen Hoch oberhalb des Hochs hier vom letzten 16.02. Das waren 18,14 $. Und wenn wir da rübergehen, 18,15 $, wäre praktisch dann das prozyklische Kaufsignal für einen weiteren Auftrieb Richtung 19 Dollar. Ansonsten konsolidiert Silber vielleicht hier noch ein Stück seitwärts und kommt, wenn wir jetzt auch hier mal ein Stück uns rausscrollen, an diesen grünen Horizontalbereich. Das ist einfach eine Zone, die kann man als Preis-Action-Zone bezeichnen, wäre aber auch dahingehend ganz interessant, wenn wir ein Pullback an dieses Ausbruchslevel sehen würden. Das könnte sich, falls der Silberpreis weiter korrigiert, eben dann auch bis 17,65 $ vollziehen, um dann praktisch hier den nächsten Auftrieb zu starten. Grundsätzlich, das bleibt dabei, deswegen auch die beiden Pfeile hier nach oben, der Bias bullish. Also einen möglichen Rücksetzer als Pullback an die gebrochene Abwärtstrendlinie könnte man theoretisch kaufen. Was man vermeiden sollte, wäre dann hier zum Beispiel diese doch recht starke Kerze vom 10.02. Auch wenn man dann hier so ein kleines Unterstützungsniveau reinzieht in den Chart, also wesentlich tiefer als 17,50 $, sollte es jetzt nicht gehen. Wenn das geschieht, dann haben wir die Gefahr im Hintergrund, sage ich mal, dass der Silberpreis dann doch schon ein Stück weit aggressiver korrigieren könnte. Ja, das muss man ganz klar sehen. Die Gefahr besteht dann am Horizont, wenn wir eben hier deutlich tiefer zurückgehen. Also hier sozusagen Rücksetzer bis in den Bereich 17,
Ja, unter 17,50 wird es eng. Da sollte man aufpassen. Dann haben wir sicherlich mit einem Test des Levels von 17,15 zu rechnen und gegebenenfalls dann sogar tiefer. Das aber, wie gesagt, aktuell eigentlich nicht der bevorzugte Bias, deswegen der graue Pfeil, weil eben hier mit dem Ausbruch und der Saisonalität der Silberpreis relativ bullisch daherkommt. Jetzt muss er abliefern und jetzt werden wir mal sehen, wie sich das Ganze so weiter gestaltet. Silber, wie gesagt, heute, beziehungsweise mit Blick auf die Saisonalität sehr, sehr bullisch. Ansonsten heute jetzt nicht unbedingt der stärkste Tag, der stärkste Wochentag hier im Vergleich 7 bis 22 Uhr, also hier zur Primetime, eher der schwächste Tag, wie wir sehen, beziehungsweise einer der schwächsten Tage. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir auch noch als kleines Gimmick zum Abschluss den FTSE Vector View nutzen können. Dann gehen wir jetzt mal in den Stundenchart. Und der sagt für heute fallende Preise voraus. Ich zeige euch gleich das Pattern. Hier unlängst auch ein Pattern zu Silbern, was sich leider nicht so stark erfüllt, obwohl es hier einen schönen Auftrieb gab, aber weitere Performance wurde nicht erreicht. Ihr seht es ja hier im Stundenchart, wir plätschern so seit einiger Zeit seitwärts daher. Und das sind genau die Märkte, die es nicht einfach machen zu handeln, wenn hier nicht richtige Trenddynamik aufkommt. Heute haben wir aber beim Silberpreis, rein nice to know, ein bärisches Pattern, 216 Erscheinungen, Trefferquote knapp über 60%, also eine heiße Kiste, verspricht aber hier einen Abschlag von minus 0,94% Richtung 17,80 Dollar. Ja, wie ihr seht, meine lieben Zuschauer, das Niveau haben wir im Prinzip fast schon erreicht. Beziehungsweise, was sage ich, fast schon erreicht. Das Niveau wäre praktisch zu erreichen, wenn wir neue Tagestiefs machen. Und dafür spricht technisch gesehen, wie gesagt, das Pattern der vergangenen Jahre, rund 17 Jahre, erfolgte im Schnitt eben hier ein Abschlag mit einer Vortageskonstellation, die sich eben so darstellte wie die letzten drei Handelstage, dass der Silberpreis am heutigen Handelstag hier letztlich einen Abwärtsmove vollzieht. Tatsache ist, unterhalb des Pivot Points bleibt die Lage auch bärisch. Ja, also hier auch als Round Number unterhalb von 18 Dollar kann man sagen, ist dem Silberpreis heute nichts Bullisches zuzumuten. Eher dann eben die fallende Tendenz und da orakeln wir hier ein Level von 17,80 Dollar. Das, wie gesagt, sieht ganz gut aus. Dahingehend, dass es heute einen Rücksetzer geben kann, bis zum Niveau von 17,80. Der Close wird auf 17,88 Dollar gesetzstatistisch. Aber das heißt natürlich, dass wir heute noch weitere Tiefs sehen könnten. Kommt es zu einem neuen Tagestief, ist die Chance auf jeden Fall gegeben. Also hier unterhalb der Kerzenlunte, der 7-Uhr-Kerze, 7-8-Uhr-Kerze, haben wir es hier unterhalb von 17,94 dann damit zu tun, dass es doch durchaus eine Gesenz tiefer gehen könnte. Und dann haben wir auch hier, und das will ich nochmal final im Stundenchart definieren, sozusagen eine Zone, die ja, auf Nachfrage stoßen könnte. Ihr seht den Bereich, der sich hier mit der Fuzzy-Vektorlogik auf der Short-Seite darstellt. Und hier haben wir einige Spikes in diese Richtung gesehen, aber das ist eine schöne Unterstützungszone, die dann wieder einladen könnte, meine lieben Zuschauer, um vielleicht den Silberpreis auf der Long-Seite zu spielen. Aber ohne neues Tagestief bleibt die Lage eher seitwärts. Dennoch heute Intraday dieses präferierte Szenario. Oberhalb des Pivot Points kann sich die Lage umkehren, dann hätte der Silberpreis möglicherweise Auftrieb, aber ihr seht es ja auch hier auf der Oberseite haben wir natürlich da auch einen Widerstandsbereich, den der Silberpreis erstmal überwinden muss. Aber das kann man hier schön mal grob eingrenzen, sozusagen die Range, die der Silberpreis hier seit einiger Zeit vollzieht. Und insofern hoffe ich, es hat Ihnen gefallen, das heutige JFD-Devisenradar. Wenn ja, geben Sie einen Daumen hoch, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu und prüfen Sie, mit welchem Broker Sie natürlich immer ausführen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen sonnigen Handelstag hier im Süden. Wunderbares Wetter, wie ich hörte, im Rest Deutschland nicht unbedingt, aber machen Sie das Beste aus dem Tag. Genießen Sie die Zeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder oder spätestens morgen. Euer Chris Kämmerer, bis dahin und tschüss.